Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer weiteren Ausgabe der Teegespräche. Ganz herzlich willkommen, lieber Kurt. Schön, dass du da bist. Und ja, wir untersuchen in dieser Reihe verschiedene Teemischungen. Und die Teemischung ist symbolisch für jeweils drei Komponenten, die erste Komponente ist eine weltliche Komponente, die zweite ist eine transzendente Komponente, die dann potenziell auch zur dritten Komponente führt, das ist dann die Seinsqualität. Aber es ist alles enthalten und es sind alle eingeladen, diese symbolische Teezeremonie auch direkt vollziehend auch mitzumachen, wahrzunehmen, zu erleben und dann auch gerne die Kommentarfunktion zu verwenden. In diesem Sinne, wir wissen wie üblich nicht, was kommt, wird die Losschüssel wieder gezogen. Und wir haben heute die Teemischung Nummer 4. Die Teemischung Nummer 4 enthält die Komponenten, oh, das ist eine spannende Mischung, Egoismus, Mitgefühl und Nächstenliebe. Das heißt, als weltliche Komponente den Egoismus, die transzendierende Komponente, das Mitgefühl und dann die Seinsqualität Nächstenliebe. In diesem Sinne können wir wieder unseren Tee symbolisch trinken. Und diese Teemischung zu uns nehmen, zu wohl. Okay, lieber Kurt, was kannst du wahrnehmen? Sag mir noch mal die erste Qualität. Die erste weltliche Qualität ist der Egoismus. Wir können alle drei Qualitäten auf der Ebene des Menschseins erleben und wir können alle drei Qualitäten auf der Ebene der Wirklichkeit erleben. Auf der Ebene des Menschseins ist Egoismus leider sehr weit verbreitet, weil viele Menschen leben nach dem Motto, erst komm mal ich, und dann komm noch mal ich, und dann kommt ganz lang gar nichts, und dann komm noch mal ich. Und sie sagen, ja, das ist doch ganz natürlich, das ist mein Leben, also muss ich mich um mich kümmern und so weiter. Und da ist für Mitgefühl natürlich kein Raum. Aber wenn ich Ego auf der geistigen Ebene erlebe, Egoismus, dann hat das auf einmal eine ganz andere Qualität. Dann wird das zur Selbsterkenntnis. Ich erlebe das Ego, das Ich, das, was ich wirklich bin. Und so führt mich dieser Egoismus auf der spirituellen Ebene zu meiner eigenen Wirklichkeit. Und das ist meine Entscheidung jetzt und hängt vom Grad des Erwachens ab, auf welcher Ebene erlebe ich Egoismus. Und so sehen wir, auf der menschlichen Ebene ist das eher eine verwerfliche Eigenschaft, die die ganzen menschlichen Probleme verursacht. Und auf der geistigen Ebene führt dieser Egoismus in das eine Sein, das ich bin. Ja, wundervoll. Da werden jetzt wahrscheinlich viele Zuschauer sich fragen, wie ist das jetzt, wie ist das jetzt gemeint? Also wenn diese Sicht, diese geistige Sicht noch nicht vollständig da ist, dann ist das Ich oder dieses Ich-Zentrierte, also das Einzige, was man vielleicht scheinbar die ganze Zeit stabil bei sich hat, dieses Ich, dieses Ego. Das Ego kann ja auch dann zum Tor werden, also zum Einstiegspunkt.
Das kleine Ich sagt genauso Ich wie das große Ich, das große spirituelle verbundene Ich, was ganz andere Qualitäten mit sich bringt. Ganz weit, ganz offen, ganz herzlich, ganz liebevoll ist und nicht so auf einen ausschließlichen Teil bedacht ist, wie jetzt diese komprimierte Form des Seins als Ego in dem Sinne. Als kleine Einheit, die getrennt in der Welt, gegen die Welt vielleicht kämpft, ums Überleben kämpft, vergeblich und da irgendwie versucht, sich Dinge anzureichern. Also eine ganz spannende Bewusstseinskonstruktion, finde ich. Und der Egoismus jetzt aus der weltlichen Sicht, also wenn es ständig wirklich nur diese Zentriertheit gibt, leicht verschoben natürlich, und gleichzeitig als potenzielle Tür. Wie würdest du die Möglichkeit sehen, auf dem weltlichen Weg dann über das Mitgefühl rauszukommen? Wo fängt das Mitgefühl an? Ich kann zunächst einmal auch das Mitgefühl wieder auf der menschlichen Ebene erleben. Solange ich in der Illusion lebe, heißt es, ich nehme Anteil an deiner Situation. Ich versuche dir zu helfen, ich bin dir ein Freund, ich bin da, ich fühle mit dir und teile das, was du erlebst und helfe dir, damit zurechtzukommen. Das ist eine edle menschliche Qualität, so wie wir sie beurteilen. Und das sollten wir anstreben. Auf der spirituellen Ebene ist Mitgefühl sehr ähnlich. Ich erlebe, wie weit der andere in der Illusion steckt. Mit der Schilderung seiner Probleme sehe ich ja den Grad seines Erwachens und sehe, wie tief er in der Illusion steckt. Und wenn ich jetzt erwacht genug bin und um in der Wahrnehmung zu sein, kann ich auch wahrnehmen, wie kann ich ihm jetzt helfen? Vielleicht braucht er gerade diese Erfahrung und ich würde nur stören, wenn ich jetzt eingreife. Aber vielleicht bin ich auch seine einzige Chance, da rauszukommen. Er will ja und er streckt die Hand aus und hofft, dass sie einer ergreift, der ihn aus dem Sumpf des Ich-Seins herauszieht, ihm heraushilft. Und auf dieser Ebene ist Mitgefühl eben dann auch natürlich eine edle Eigenschaft, obwohl es auf der geistigen Ebene diese Bewertung des Verstandes nicht gibt, sondern da ist es einfach selbstverständlich, dass ich sehe, wie kann ich dem anderen helfen? Wir zum Beispiel machen das jetzt gerade mit unseren Teegesprächen, indem wir den anderen helfen, die zuhören. Das ist deren Entscheidung, ob sie überhaupt sich das anschauen und zuhören, wie weit sie bereit sind, das zu erkennen und in die Wirklichkeit zu kommen, weil in der Wirklichkeit ist Leben so viel einfacher. Nicht viel einfacher, es ist ganz einfach. Ja, da ist nichts zu entscheiden, da gibt es keine Probleme. Auch Krankheiten verschwinden, weil die müssen auch verursacht werden. Und Unglück und Missgeschick und alles sowas, das gibt es nicht da, einfach weil es nicht mehr verursacht wird von einem erwachten Bewusstsein. Und sobald ich erwacht bin, ziehe ich nur noch die Menschen, Dinge, Ereignisse, Situationen und Umstände in mein Leben, die meinem erwachten Bewusstsein entsprechen. Und dafür muss ich nicht mal eine Ursache setzen. Ich bin dann eine lebende Ursache. Ich habe meine Frequenz geändert, meine Schwingung, meine energetische Signatur und ziehe nur noch die Dinge an, die in das Bewusstsein, die in das Leben eines erwachten Bewusstseins gehören. Und dann ist Leben auf einmal ganz einfach. Und da hilft das Mitgefühl eben wahrzunehmen, was braucht der andere? Braucht der andere jetzt einfach nur mein Verständnis? Braucht er meine Hand?
braucht er meine Zeit, braucht er mein Bewusstsein und ich gebe ihm das, was er jetzt braucht und das nehme ich wahr als Bewusstsein im Jetzt. Wunderschön. Ich sehe das Mitgefühl tatsächlich viel universeller als jetzt das Mitleid. Das Mitleid, das ist wirklich nur fokussiert auf dieses eine Leidensgefühl. Und das Mitgefühl kann ja auch sein, ich habe Freude, ich freue mich mit. Ich empfinde auch das Glück, ich habe ein Mitglück. Ich habe ganz viele Gefühle, die ich fühlen kann mit dem anderen. Und vielleicht erkenne ich dann auch, dass in Wahrheit das auch natürlich mein Spiegel ist. Diese Vielfalt an Gefühlen, die ich auch für andere empfinden kann, mit anderen empfinden kann. Und ich glaube, dass es dann möglich ist, aus diesem Egoismus, aus dem Ich dann auch zum Wir zu kommen, als Zwischenschritt über dieses Gefühl, über dieses gemeinsame Erleben in einer Gruppe vielleicht oder vielleicht auch größer. Also das Mitgefühl kann auch vielleicht ganze Menschengruppen im großen Stil erfassen, wenn jetzt die Identifikation zum Beispiel auch da ist, dass man sich mitfreut oder den Verlust miterleidet bei klassischen Volksspielen, wie jetzt zum Beispiel im Fußball. Da passiert eigentlich gar nichts im Individuellen, aber durch die Identifikation mit einem Fußballverein, der an der Weltmeisterschaft zum Beispiel gewinnt, da habe ich Mitfreude. Tatsächlich. Oder auch, ich erleide diesen Verlust auch mit, nur über die Identifikation. Und wenn ich aber, ich kann im gleichen Raum sitzen mit den gleichen Leuten, wenn ich nicht identifiziert bin oder nicht mich da irgendwo verankert habe, dann teile ich das überhaupt nicht. Dann bin ich da vollkommen unberührt. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Phänomen. Aber das Mitgefühl, das dann aus dem Ich zum Wir führt, wie würdest du dann den nächsten Schritt sehen zur Nächstenliebe? Wie komme ich vom, oder wie ist der, also nicht, das Ich kann das nicht, aber wie ist der Prozess, der Schritt vom Mitgefühl zur Nächstenliebe? Ich komme ganz automatisch erst einmal zum Mitgefühl, indem ich erkenne, der andere, das bin ja ich. Das heißt, ich habe ganz automatisch Mitgefühl mit mir im anderen, im scheinbar anderen, der in einer scheinbar anderen Situation ist, eine andere Erfahrung macht und vom Grad seines Erwachens her damit noch nicht zurechtkommt. Aber das bin ich. Also tue ich selbstverständlich alles, um mir im anderen zu helfen. Und damit komme ich ganz automatisch zu diesem dritten Schritt, den du gerade angesprochen hast. Das ist wundervoll. Ich sehe das auch gerade wie so ein Lotus, der sich öffnet. Und dann ist er einfach in diesem Mitfühlen, in diesem Öffnen. Und irgendwann ist er einfach total offen. Und ja, die Selbstliebe kommt dann vielleicht noch als extra Zutat in die heutige Teemischung hinein. Diese Qualität, die ganz, ganz universell auch immer vorhanden ist. Ist vielleicht auch die geheime Zutat für jeden Tee, den wir hier besprechen. Ja, wundervoll. Die geheime Zutat für jeden Tee ist Aufwachen. So schnell wie möglich. Und dann gehen die Erfahrungen weiter, aber auf der Ebene der Wirklichkeit. Und das ist vielleicht der wichtigste Teil unserer Lebensabsicht, dass wir die Erfahrungen auf dieser höchsten Ebene der Wirklichkeit machen. Ja, wundervoll. Lassen wir diese Folge da ausklingen mit diesen wunderschönen Worten.
mit dem Aufwachen der Extra-Zutat, die durchaus ein bisschen pfeffrig sein darf. In diesem Sinne, lieber Kurt, ganz, ganz herzlichen Dank. Es ist eine große Freude. Und so wünsche ich gutes Nachwirken von diesem wunderschönen Teegespräch. Ganz herzlichen Dank. Und dann bis zum nächsten Mal.